Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das IKEA-Billy-Regal aufbauen und somit das Bücherregal natürlich auch richtig zusammenbauen und vor allem auch montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau mal bei dem etwas breiteren, vor allem auch etwas tieferen Modell. Jedoch funktioniert es natürlich bei anderen Varianten relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir am besten alle Bauteile uns auspacken und ordentlich auf den Boden legen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach brauchen wir mal 22 solcher Holzdübel und wir können uns auch schon das kleine Brett mit den zwei Bohrungen hier außen und vor allem auch drei solche großen Bretter mit den Bohrungen hier außen ordentlich auf den Boden legen. Die Holzdübel, die gebe ich jetzt nämlich ganz außen mal in diese Löcher hinein und vor allem auch hier in der Mitte. Und ich verwende bei mir jetzt aber bewusst kein Holzleim, da ich mein Regal einfach jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Falls doch, dann einfach bei dem Holzdübel hier vorne jeweils einen kleinen Klecks drauf geben. Das Hineinklopfen geht am leichtesten übrigens mit einem einfachen Hammer und vom Geräusch her erkennt man auch relativ gut, wann der Holzdübel wirklich ganz in der Bohrung drinnen ist. Im nächsten Schritt brauchen wir mal 12 solche Schraubdübel und ich habe mir meine beiden großen Seitenteile schon mal auf den Boden hingelegt und jetzt geht es nämlich darum, dass auf jedem Seitenteil jeweils 3 solche großen Löcher sind und 2 etwas kleinere Löcher dazwischen, genauso hier in der Mitte und ganz unten auch und bei diesen 2 kleineren Löchern, da kommen jeweils 2 solche Schraubdübel rein. Entweder man verwendet einen einfachen Schraubendreher oder wie in meinem Fall einen Akkuschrauber, den ich gerne auf die Drehmoment Stufe 5 stelle, so dass alle Schrauben danach gleichmäßig stark angezogen sind. Im nächsten Schritt müssen wir darauf achten, dass unser Seitenteil mal so da liegt, dass auf jeden Fall hier unten dieses abgeschnittene Teil, was später auch für zum Beispiel so eine Randleiste hier gedacht ist, nach unten zeigt. Und dann brauchen wir mal noch dieses relativ kleine Brett mit den 2 Holzdübeln. Und zwar gibt es da auch wieder eine kurze Seite und eine etwas längere Seite. Und die kurze Seite muss einfach nach unten schauen, dass wir am Ende hier hinten, wenn wir das Ganze in unsere Bohrungen hineingeben, natürlich auch hier unten schön bündig sind. Danach geht es einfach darum, dass wir mal noch diese Teile, wo wir gerade eben auch vorbereitet haben, mit den Holzdübeln richtig rum anbringen. Dabei nur darauf achten, dass hier nach außen auf jeden Fall die unsaubere Seite zeigt, weil hier vorne haben wir die weiße Seite, die unbedingt nach vorne zeigen sollte. Und diese großen Löcher, die sollten auch nach unten zeigen. Bedeutet, ich gebe das Ganze jetzt auch mal hier wieder in meine Bohrungen dementsprechend rein. Und ich kann auch bei unserem mittleren Teil genauso vorgehen, dass auf jeden Fall diese großen Bohrungen mal nach unten zeigen und die unschöne Seite hier außen auch auf jeden Fall nach hinten. Bei unserem oberen Teil gehen wir eigentlich fast genauso vor, nur dass wir dieses Mal darauf achten müssen, dass diese großen Löcher nicht nach unten, sondern nach oben zeigen. Bedeutet, ich gebe das Ganze wieder hier hinein und natürlich muss jetzt aber auch diese unschöne Seite wieder nach hinten zeigen. Danach können wir unser zweites Seitenteil von oben auch schon mal richtig rum auf die ganzen Holzbretter drauf geben. Da kann man gerne übrigens auch eine zweite Person noch zur Hilfe holen. Und man muss nur darauf achten, dass hier hinten dieses ausgeschnittene Teil natürlich auf derselben Seite ist wie bei unserem unteren Seitenteil auch. Wenn alles zusammengesteckt ist, brauchen wir mal noch solche Möbelverbinder und in meinem Fall zeigt jetzt auch so ein kleiner Pfeil, nämlich nach oben und da ist einfach ganz wichtig, dass der Pfeil auch in Richtung von unserer Schraube hier oben zeigt. Bedeutet, ich kann das Ganze einfach mal hier mit dem Pfeil nach oben zeigend hineingeben und um es festzuziehen, müssen wir das Ganze jetzt noch circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehen. Genauso gehen wir natürlich bei den anderen großen Löchern hier drüben und bei den anderen Bauteilen auch vor. Unsere Verbindungen sind alle fest und jetzt habe ich das Regal auch schon mal so hingelegt, dass die Rückseite auf jeden Fall nach oben zeigt, denn nun geht es darum, dass wir unsere Rückwand hier oben mal richtig einbauen. Bevor wir aber beginnen, müssen wir unbedingt bei unserem mittleren Brettstück hier genau die Mitte hier oben anzeigen. Es hat nämlich einfach den Sinn, dass wenn die Rückwand jetzt gleich dann hier drinnen eingesetzt wird, dass wir auch wissen, wo wir unsere Nägel hier oben reinschlagen können. Danach kann ich meine Rückwand auch schon entweder von oben oder von unten mal hineinschieben. Da muss man eigentlich nur darauf achten, dass natürlich unsere weiße Seite jetzt auch unbedingt nach unten zeigt, dass wir natürlich die schöne Seite unten haben.
Und wenn unsere Rückwand hier oben relativ bündig ist, dann müssen wir mal noch hier in der Mitte eine Markierung machen, dass wir, wie gesagt, auch wissen, wo die Nägel reinkommen. Ich nehme hierfür einfach mal so einen Regalboden her, schaue, dass natürlich da vorne beim Strich passt, hier hinten beim Strich auch passt. Und dann kann ich auch schon mit einem Bleistift ganz einfach hier meine Markierung machen. Im nächsten Schritt geht es darum, dass wir unsere Rückwand mal mit den entsprechenden Nägeln auch bei unseren Brettern hier am Regal festnageln. Da müssen wir einfach nur darauf achten, dass wir wirklich auf beiden Seiten unbedingt ganz bündig sein müssen, denn wenn hier ein kleiner Abstand ist, dann ist am Ende das Regal relativ sicher auch leicht schief. Wenn es hier aber bündig ist, dann sind wir relativ sicher im rechten Winkel, so wie wir es natürlich haben möchten. In meinem Fall muss ich auch darauf achten, dass die Nägel natürlich in etwa alle den gleichen Abstand haben. Insgesamt haben wir 18 Nägel, weswegen wir pro Brett 6 solche Nägel hineinschlagen werden. Und ich werde jetzt einfach mal circa alle 15 cm noch so eine kleine Markierung machen, da mein Regal in etwa 75 cm breit ist. Nochmal kontrollieren, dass die Rückwand wirklich ganz außen bei unserer Seitenwand dran ist und hier vorne schön bündig. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Auch in der Mitte mache ich mir wieder alle 15 cm ungefähr meine entsprechende Markierung. Und ganz unten gehen wir natürlich noch einmal genauso vor und müssen da jetzt aber auch unbedingt nochmal darauf achten, dass der Abstand hier nach ganz unten überall gleich ist, dass unser Regal natürlich schön im 90 Grad Winkel ist. Die Rückwand passt und jetzt müssen wir unbedingt das Regal noch an der Wand befestigen, wenn wir natürlich die richtige Position schon kennen. Ich kenne die Position noch nicht, weswegen ich das Ganze einfach mal in der Theorie zeige und hierfür sind diese zwei relativ großen Winkel, die man einmal auf der einen Seite und vor allem auch auf der anderen Seite am Deckel oben befestigen kann. Hierfür stellen wir uns einfach vor, dass hier hinten jetzt unsere Wand ist. Dann muss man den Winkel einfach mal hier oben gegen die Wand hingeben. Man kann auch schon das kleine Loch hier einmal mit einem Bleistift anzeichnen und danach muss man natürlich noch am besten mit zum Beispiel einem Achterbohrer in die Wand hineinbohren. Dann kann man auch so einen Achterdübel in die Wand bzw. in das Loch hineingeben und zum Beispiel mit so einer Schraube, die leider nicht mit dem Set dabei ist, das Ganze an der Wand befestigen. Dann muss man den Winkel natürlich auch noch irgendwie an unserem Schrank festmachen. Da ist normalerweise so eine kleine spitze Schraube und eine Beilagscheibe beim Set mit dabei und die kann ich einfach mal hier in unseren Deckel reindrehen und wenn wir dasselbe Spiel auf der anderen Seite drüben genauso machen, dann sollte unser Regal auch schon bombenfest an der Wand stehen. Das Regal habe ich mal richtig hingestellt und jetzt benötigen wir noch solche kleinen Bodenträger, die einfach so eine kleine Nase bzw. eine kleine Spitze nach oben haben. Und wir können diese nämlich auch schon ganz einfach in die entsprechenden Löcher mal hineingeben. Insgesamt sind es immer 4 Stück und man sollte einfach schauen, dass natürlich die Höhe von diesen Löchern immer gleich ist. Entweder man zählt das Ganze einfach zum Beispiel ab oder man kann auch einen Meterstab nehmen und somit immer dieselbe Höhe zu ermitteln. In meinem Fall habe ich zum Beispiel hinten jetzt das erste Loch von unten genommen. Dasselbe Spiel mache ich natürlich da drüben auch. Da muss man einfach nur darauf achten, dass am Ende natürlich auch noch eine Tür extra angebracht werden kann, was ich übrigens auch in einem extra Video zeige. Und wenn wir unsere 4 Träger hier drinnen haben, dann müssen wir natürlich unser Boden auch mal richtig rumnehmen. Einfach darauf achten, dass die weiße Seite vorne ist und diese kleinen Löcher für die Bodenträger natürlich nach unten zeigen. Ich gebe das Ganze einfach mal leicht schief hier hinein und dann kann ich es normalerweise auch schon ganz einfach runterplumpsen lassen und somit haben wir jetzt nämlich auch schon unser IKEA Billigregal richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens das Billigregal in den verschiedensten Varianten, verschiedene Türen oder natürlich auch noch weitere Bodenträger zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.